Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit Syrakus. In der letzten Runde haben wir, also in der letzten Folge, haben wir unsere Invasion endlich gestartet und sind jetzt in Libyen gelandet und wollen jetzt Stück für Stück uns hier um Afrika kümmern. Deswegen werde ich auch gleich noch Massilia den Krieg erklären wahrscheinlich. Die mich sowieso nicht leiden können, auch eigentlich. Upsi. Nicht die. Die hier. Die Tür steht euch offen. Doch wenn ihr über die. Zwei Runden noch. Gut. Läuft das schon ziemlich nice. Was ist denn mit Discord-Werbung, Lukas? Keine Ahnung, was der jetzt gerade will hier. Aber gut. Die können wir auch fertig bauen hier. Unsere Armee ist auch schon kurz vor Massil. Ja, genau. Die kann jetzt gleich mithelfen, hier Karthago zurückzuschlagen. Naja. Läuft. So. Okay, dann beenden wir mal die Runde, würde ich sagen. Oh. Lukas, jetzt mal ehrlich. Ich hab das doch schon gemacht, alles. Mein Gott, ey. So, dann werden wir mal die Runde. Und legen los. Ja, übrigens, das kam gerade von Lukas. Jetzt kurz vor Weihnachten. Also eine Woche vor Weihnachten ungefähr. Nicht mal eine Woche vor Weihnachten. Wir haben jetzt den Dienstag, glaube ich. Also, das kam schon. Ist schon ein Weilchen her. Das geht gerade, als die Gornius rauskam. Wenn ihr das hier seht, dann seid ihr jetzt schon Wochen her. Im Namen Rom. Nein, Rom. Eins nach dem anderen, ja, echt Hungerprobleme. Rom ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Tja, wenn sie alles an mir verlieren, also an mich verlieren, dann ist es ja klar, dass sowas passiert. Er zieht ab nach Hardumentum. Richtige Einstellung eigentlich. So, jetzt geht's weiter. Jetzt greifen wir die schöne Grenze hier übrigens. Jetzt greifen wir die nächste Region an. Wir erreichen Tentheos sogar. Ist das geil. Ich liebe diesen Gen. Ich liebe diesen Gen, Leute. Der ist so verdammt flott überall. So. Den bitte bauen hier und den bitte bauen. Wir haben gleich die gesamte Provinz. Cool. Dann gehen wir mit dir mal nach hier. So. Weg ist Tuus Tamerlani. Es wird definitiv eine Rebellion jetzt hier geben in der Provinz. Ich hoffe mal in einer Region, wo ich hinkomme, relativ schnell. Aber trotzdem hier geile. Oh fuck, Leptos Mag hat uns ordentlich Nahrung gegeben. Das ist gut. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, diese Armee ist natürlich in der Lage, auch weiter zu marschieren hier. Pushen natürlich unsere Truppen noch weiter. Ich mal, wie gucke ich das mal an hier? Nahkampfangriff 56. Nahkampfabwehr 74. Ey, diese Truppen sind tödlich. Sogar die Toreus-Speere haben Nahkampfangriff von 46. Mein Gott. Was ist das? So. Dann machen wir hier weiter dicht. Überall. Ich meine. Guckt euch das an hier. Ich kann ja eine Region annehmen. Ich werde auch danach Kapsa angreifen nächste Runde. Weil ich es kann. Haha, zwei Runden habe ich gebraucht, um diese gesamte Provinz zu erzählen. Wie viel mache ich die Eroberung jetzt minus? 80. Und was haben wir davor noch? Kulturelle Unterschiede 18. Ändert sich gleich, weil hier gleich mal eben 5 neue Religionsgebäude dazukommen. Wir sowieso schon einen kulturellen Einfluss haben von 13. Die Gebäude noch gar nicht da sind, die noch reinkommen werden. Ui, 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 ui. Das wird so lustig. Okay. Die Söhne des Haares, du bist aufgestiegen. Du kriegst einen Strategen rein hier. Nächste Runde marschieren wir nach Kapsa. Holen uns die Region. Die marschieren wir auch weiter. Die Armee hier drüben hat keine Chance gegen uns. Wir können ja jetzt schon hinterher jagen. Und dann Hardumentum nächste Runde auch noch holen. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Tja. Damit ist dann Libyen innerhalb von ein paar Minuten vernichtet. So. Wir können uns ja hier so eine scheiß Herban-Einheit holen. Leichte Bliten kenne ich ja. Holen wir uns mal keltische Krieger, die. Wobei. Leichte Bliten passen besser zu unseren Bedürfnissen gerade.
Naja, Klientel-Einheiten. Dann beenden wir mal die Runde. Wir haben jetzt auch einen richtigen Nahrungspush gleich. Ich werde sehr wahrscheinlich auch Karthago angreifen bis danach dann. Aber es passt. Sollen sie nehmen, erst was einnehmen? Ich hole mich statt danach wieder. Für Massilia. Oh fuck. Das war gerade meine Vernichtung der Römer gerade. Halleluja. So, alles, was wir jetzt im Süden einnehmen, machen wir erstmal zu einer Nahrungsprovinz. Mit Kultur. Dass wir dann relativ schnell daraus dann die kulturell umschmeißen können. Und wenn wir dann schon in die Region sind, verstärken wir unsere Soldaten ziemlich flott wieder. Da hat er Glück gehabt, dass ich ihn nicht bekommen habe gerade. Naja, Hardumentum greift man eben noch nicht an. Stifti. Nee, Sittifi. Intakapai, das passt doch. Zu euren Diensten. Das gefällt mir. Für die Götter! So, weg damit. Zufriedenheit immer noch bei 14, ey, cool. Karthago tritt bei, super. Zack. Noch mehr Nahrung. Noch mehr Nahrung im Namen des Syrakusischen Reiches. Wie viel kommen wir? Er wird kommen mit Gewaltmarsch. Alter. Kommt wirklich weit. Kommt wirklich, wirklich weit. Ich habe ja auch keinen Verschleiß, erstaunlicherweise. Naja. Nächste Runde dann. Sind wir da? In Takapai. Wir haben. So, der Zufriedenheit ist eigentlich ganz okay. Wow. Machen wir meinen heiligen Hain. Auch hier. Und hier brauchen wir jetzt was anderes. In erster Linie kulturelle Konvertierung. Das ist wichtig. Die Nahrungsmittel der Region baue ich auch in der Regel immer schneller aus. So, dann können wir nach Hardrumentum danach marschieren. So, das müsste jetzt auf jeden Fall beiden hier gefallen. Also besonders Rom. Krieg gegen Libyen, also Militärkrieg Libyen, Krieg mit Karthago, Krieg mit Massilia. So. Auch sie wandeln ihre Meinung langsam gegen uns. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch hier oben gerade sind. Das ist die nächste Sache. Die, um die wir uns kümmern wollen. Perfekt. Niederreißen bitte. Und auch hier selbe Taktik. Nahrungsmittel und geweihter Boden. Keine direkten Nachbarn als Feinde, super. Ja, die Vulkane sind also eher abgeneigt von uns, weil wir mit den Massilian gemeinsame Sachen machen. So, das findet jetzt hier Lusitanien sogar so gut, dass sie uns freundlich finden. Seid gegrüßt. Handelsabkommen immer noch nicht von Interesse. Tierisches Bündnis auch nicht. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja auch ohne sie, die 50 Regionen zu bekommen. So, Hannibal wollen wir jetzt hier schön sabotieren. Ist eine sehr infanterielastige Armee. Das ist gut für uns, weil wir jetzt bei Kavallerie einen Vorteil haben. Aber wir sind auch sehr infanterielastig. Und Artillerie. Naja, Lugdunum ist das nächste Ziel, was ich einnehmen möchte. Kirta und... Oh! Oh! Da kommt jemand wieder. Sehr gut. Seid gegrüßt. Wir wollen unsere Zeit weise nutzen und zu einer. Sie sind wieder zurückgekehrt, die Massassyria. Sehr geil. Nächste Runde geht's nach Hardrumentum. Dich müssen wir eigentlich nach Kirta schicken. Aber du musst ein bisschen erholen erstmal. Welcher ist der Taktiker hinterher? Alter. Hier hinten haben wir jetzt keine Bedrohung weiter. Schicken wir euch mal daher. Wir verschieben jetzt hierbei unsere Flottenstärke. Oh, da drüben kommt was. Er hat der ein Schwein. Wo kann er an Land gehen? Buxentum eventuell. Buxentum hat keinerlei Garnison. Dann werden wir im Zweifel schnell eine Armee ausheben. Fuck! Wo kommt diese Partei her? Hast Römer, Pazifist. Sag mal, wollt ihr mich verarschen?
Welche Region hat er mitgenommen? Keine. Lily Bayern hat keinerlei Garnison, nicht gut. Ich erwarte eure Befehle. Neue Armee gründen ist zwar möglich. Ich habe eigentlich sein lassen, aber gut. Muss gemacht werden. So, nehmen wir die Armee hier bitte. So, jetzt werden wir gezielt eine Sezession provozieren. Kann ich mir nicht leisten. Wir schicken dich nach hier. Ich hoffe, der wird dann hier gleich kämpfen müssen. Zweifel schicken wir nichts mehr nach Katao. Ich will diese Sezession. So, du bist aufgestiegen. Sehr gut. Das geht jetzt gerade nicht. Schade. Du bist zum Diplomaten. Ist auch gar nicht so schlecht. Alter. Selbst jetzt wieder totale Dominanz. Naja. Läuft bei uns. Wie hoch ist die Chance auf eine Sezession? 64%. Wenn der eine Typ mir jetzt hier abnippelt. Scheiß drauf. Der hat ja auch keine Region. Oh, fucking shit. Da ist Hannibal. Holy fucking shit. Aber wir haben den Vorteil. Wir sind in der Stadt. Wir haben Arti. Und wir haben Piken. Und Peltasten. Also Torios-Speere. In dem Fall. Das funktioniert super gegen die Taktiken, die die haben. Ja, perfekt. Töt mit dem mal bitte. Weil, nee, warte mal. Wir hauen ab. Wir gucken jetzt, wie es ist. Hier ist auch ein super Ort für eine Sezession. Wirklich der absolute Hammer. Das ist der Ort für eine Sezession. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Doch, Sezession, Bürgerkrieg. Solche, wo, wo, wo. Wo, 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 wo. Oh, gut. Wo Chance auf Sezession? Ich erwarte eure Befehle. So, wir werden jetzt mal die Belagerung abbrechen. Rückzug! Weil ich dafür dann lieber diese Armee hier benutze. Die ist zum Erobern dann doch besser. Oh yeah! Libyen ist tot. Zumindest was ihre Landbesitz betrifft. Die machen wir sogar mittlerweile plus. Cool. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um Kirta, glaube ich, zusammen mit der Armee hier in Kapsa. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja ein richtiges Nahrungsfest hier. Ich meine, hätte gar nicht mal das Gehöft bauen müssen dafür. Alter, Kapsa und Hardmomentum, beide sind Nahrungsmittelregion. Das ist schon hart. So, kurz jetzt gleich eine Rebellion aus. Auftreten, dann können wir uns nach Kirta und Hipporegius bewegen. Hier drüben ist die Armee von Hannibal Barca. Vielleicht hat jetzt Massilia die Chance einzumarschieren. Der kommt gerade mal so noch bis nach Himausos. Da haben wir die Zeit, uns weiter erstmal zu erholen. Danach können wir nach Lugdunum. Wie viele Runden brauchst du? Du brauchst insgesamt zwei, also eine Runde kriegen wir noch, mehr aber auch nicht. Söldner. Keltische Adelsreiter, das ist eigentlich eine geile Einheit. Die werden wir uns holen. Weg mit denen, her mit denen. Da haben wir eine ziemlich geile Söldner-Einheit, jetzt können richtig abräumen. Okay. Ja. Egal, was passiert, Afrika wird jetzt rebellieren. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja vorbereitet. Beenden wir mal die Runde, oder? Arezios ist, glaube ich, aufgestiegen. Ares haben wir einmal. Logistik hauen wir hier rein. Oh fuck, der hat gelitten. Der hat gelitten. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen zurückhalten. Dann schick mir dich mal ganz zurück.
nach Takapai, weil wir hier nämlich gleich die Verstärkung reinbekommen, also die Verstärkungsgebäude. Das pusht ein bisschen nochmal alles und hilft. Gut, aber hier sieht's gut aus, ihr seid voll. Ihr seid voll. Dann marschieren wir gleich weiter nach Kirta und kümmern uns darum. Ich meine, das ist jetzt eine blitzschnelle Eroberung hier von Afrika. Das ist ein richtiger Blitzkrieg. Oh oh. Oh oh. Okay, unser bester General gegen drei Elefanten. Wir haben A-Team. Wir sind auch ziemlich gut bei der Besatzung gerade. Aber es schlägt Karthago nochmal zurück. Ein bisschen. Also können wir sogar gleich Karthago erobern. Geil. Tja, Karthago. Ihr habt euch gut geschlagen bis jetzt im Krieg. Weil, glaube ich zumindest. Zumindest habt ihr ganz Afrika unter Kontrolle gehabt. Bis vor kurzem. Jetzt kommen wir. Kämpft mal gegen 8 Artilleristen, ey. Das haut rein, sage ich dir. Wo kommt er von da? Wieso es halt üblich ist. So wie es üblich ist. Wir haben aber auch einen guten Vorteil, dass wir jetzt hier... Ich meine, der Rest kommt auch von da, kam vom Fluss aus. Weil wir werden trotzdem unterteilen in zwei Teile... Upsi. Wir werden in zwei Teile unterteilen. Einer, der hier als Reserve steht und einer, der hier drüben dicht macht. Es reicht ja für die Piken. So, das reicht ja hier so. Zack. Okay. Euch stellen wir erstmal hier hin. Kein Auto-Aim, das ist erstmal blockiert. Torios Speere kommen hier auch noch mit hin. Der Gen ist auch noch bereit. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, sie kommt von da hinten. Ein Problem ist halt, dass wir keine Kaff haben. Das tut schon weh. Naja. Fuck, ich hab ganz vergessen, dass er von da drüben durchkommen kann. Eure Befehle, Kommandant. Schießt auf den. So, schießt mal kurz. Die Kaff, ey. Auch die Elis haben gelitten. Oh Gott. So, Auto-Aim kann aus. Ich meine, ihr habt jetzt hier ordentlich wehgetan. So, einige Elis sind schon draufgegangen. Das ist ziemlich geil, weil wenn die schon Hitpoints drin haben, dann verrecken die später, wie die fliegen. Wir erwarten eure Befehle. Perfekt, hier gehen auch welche darum. Super. Dann können wir dicht machen. Ich kann es vergessen, dass da ja auch eine Möglichkeit ist, durchzugehen. So, mal bitte vorwärts rücken hier. Du musst feuern. Die Pik müssen wir noch zurück ein bisschen schützen. So, ihr könnt aber wieder ruhig feuern. Ballert mal ein bisschen. Ah, shit, das ist der falsche Trupp. So. Da kommen sie. Pikenphalanx. So, er hätte jetzt eigentlich schön reingehen können gerade. Hat er vergeigt. Zu Befehl. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. So, haut die mal bitte weg hier. Ach du dicke Scheiße, ey. So, bitte hier aufstellen. Komm schon. Doppelte Geschwindigkeit. Piken bereit. So, jetzt noch hier bitte. Perfekt, wir haben die Stellung wieder. Da drüben kommen ganz viele Fernkämpfer. Scheiße. Gen machen wir jetzt hier drüben noch mit. Kommt mit zum Support. Ihr müsst hier die Fernkämpfer gleich ablenken. Ah, shit. Da hinten kann er durchkommen. Nicht gut.
Einmal bitte Druck machen hier. Er darf nicht durch hier. Ja, er geht durch drauf. Zack. Macht sie platt. Da kommen ganz viele Einheiten gerade. Genau, feuert hier ruhig drauf, bitte. Sehr gut. Ich würde rüber mit euch. Den Gen hier hinstellen, schnell. Vorwärts, los, 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 los. So, runter mit den Piken. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Oh! Es tut weh. Stell euch hinter die Elefanten, bitte. Oh shit, da drüben kommen sie jetzt durch. Hier wollen sie gar nicht lang, also könnt ihr hier hinten dicht machen. Wo ist rauf da? Oh fuck, Alter. Los, los, los! Da drüben kommen noch mehr Elefanten. Hier bitte einmal dicht machen. Die stellen wir hier. Ja, super! Hier kommt nichts durch, die Arti kann feuern. Folgt mir hier drauf, bitte, auf die heilige Schar. Super, die Elefanten gehen gleich down. Sehr gut, rauf da, hier rauf da. Los, los, los! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Perfekt. So, die hier sind schon angeschlagen, das ist gut. Jetzt wird hier hart drauf geballert und da fallen auch viele, wie ihr hier sehen könnt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hochlebe die Arti. So, rauf hier mit euch. Kommt schon rauf da. Pikeniere, was macht ihr da? Loi. Loi. Schiebt die Leichen vor euch hin. Ja. Okay, sie sind hier drin. Einmal raus mit euch, bitte. Super, die Arti kann weiter feuern hier. Und ordentlich Kills, dann guck ich das an hier. Sehr gut. Haut da ordentlich rein, bitte, auf die heilige Schar jetzt hier mehr. Da kommen noch mehr Truppen zum Support. Haltet euch bitte bereit. Oh shit. Da kommt der Charge. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Rauf da hier. Wir haben noch Piken jetzt in der Backup-Line. Ja, das haut rein hier. Das killt hier nochmal ordentlich Trupps von denen. Zurück hier mit euch. Back. So, Hobliten, kommt her bitte. Ihr braucht jetzt euch hier vorne. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Oh shit, Alter. So. Okay, du musst jetzt hier bleiben, so in der Position. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte. Der ist gleich down. Sind die Elefanten weg? Ja, sind sie. Perfekt. Macht euch jeder auf Position. Da kommt Arti Gegenschuss gerade. Aber gut, das ist halt, hält sich in Grenzen. Los, feuert darauf. So, rauf mit euch. So, wir haben die jetzt richtig hart malträtiert vorher. Auf in Position mit euch. Hier auch bitte. Rauf da hier bitte, los, los, los. So, ich stamm jetzt die Arti da hinten. Oh fuck, die haben sie schon fast komplett down geschossen. Das ist nur ein Naga, gut, okay. So, und die pieken jetzt hier bitte einmal wieder zurück. Oh, ich brauche jetzt hier hinten mehr. Ja, perfekt, kämpft weiter.
Los, rein da. Und vorwärts hier. Wir haben jetzt richtig Druck drauf und richtig alles dicht hier. Viel ist ja nicht mehr übrig von der Art hier hinten. Die jagen wir jetzt hier weg. Was haben wir da hinten? Libysche Obliten. Alter, ey. Und mein letztes Aufbäumen von Karthago. So, metzelt sie ab. Das ist Kopfgeldjagd drin, ne? Na los, macht sie fertig hier. Renn du mal raus hier, bitte. Du auch, dich brauchen wir jetzt gleich noch. Wenn wir jetzt hier die heilige Schar down kriegen, ist schon ultra nice. So, haut sie weg hier. Da kommen mehr Piken. Jetzt haben wir auch gleich die Arti. Und sie flieht, nice. Auf damit euch. Los, vorwärts hier. Oh, heilige Schar kommt nochmal dazu. Was haben wir hier? Skutari, Söldner. Kommen wir gleich ins Quadrat rein. So. Da halten sie ein bisschen länger durch. Wo wanken sie? Wo wanken sie? Da hinten, alles okay. Hier drüben wird der Kampf gewonnen. Mach diese heilige Schar fertig. Auf damit euch. Sehr gut. Ihr bitte auch hier rauf damit. Los, 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 los. Wir sind fast down. Ihr könnt hier hinten zum Support kommen. Rauft auf die Piken, dann sitzt ihr jetzt nicht in der Phalanx. Super. Ah, jetzt geht's runtergegangen. Der Trupp leidet hier hart. Eine unserer Einheiten hat ihre okay, aber wir schaffen's. Dann haben wir ihren ganzen Schutz zerstört. Rauf da auf die. Los, 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 los. Macht sie nass. Ja, geil. Hier kämpft sie auch noch bis zum Tod. Naja, aber das war's jetzt auch gleich. So, du kommst mal hier rüber und kannst hier gegen die Piken kämpfen gleich. Euch schick mal nach hier bitte und dich schick mal hier rum. Warte mal, nein, dich hier. So, mit der Position hier. Ja, komm schon. So, vorwärts. Oh mein Gott. So, und jetzt. Peng. Jetzt gibt es nochmal ordentlich Damage hier. So, du kannst raus hier. Rauf da. Da. So. Kriegen wir es hin. Und jetzt. Zack. So. Oh, das schaffen die Todesspiele gerade noch so, ey. Wie sieht es da drüben aus? Da flieht jetzt alles. Geil. Wir haben den Kampf also gewonnen, Leute. Geil. Da hinten kämpfen sie immer noch. Alle rauf hier. Alle rauf da. Ah. Dich lass aber schnell abhauen, bitte, hier. Du musst überleben. Du auch, bitte. Ja, trotzdem. Es reicht aus, wie so hart zu malträtieren, ey. Ja, es kostet mich aber leider ein bisschen Arti vielleicht, was nicht so schön wäre. Jetzt im Anbetracht, dass wir kurz vor der Eroberung Karthagos stehen, ist es sogar eher ein Downer. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Euch lass mal lieber weg hier, aber die Piken sind jetzt da. Wir kriegen das hin. Da ist halt auch nichts mehr übrig. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Hallo, nicht abhauen. Das ist ein schändlicher Anblick. So, haut sie weg hier. Guck ich das mal an hier. Da, zack, und weg sind sie. Können wir das Gefecht beenden. Alter, es war ein knappes Ding. Boah, ich habe nur 711 Mann verloren. Habe aber 2688 gekillt. Ja, ich habe jetzt die ganze Reserve gekillt von Karthago. Und Karthago steht offen.
Das ist gut, aber diese Armee, die schafft das nicht. Die muss sich erholen erstmal. Also wird sie zurück nach Tipotilana geschickt. Ach ja. Nice, 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 nice. Sag ich euch. Sie haben gedacht, sie kriegen uns und sind dabei draufgegangen. Geil. Es macht happy, wenn man sowas sieht. Aber sie bauen wieder auf. Also werden wir nicht nach Kyoto marschieren, sondern die Armee erstmal rüberschicken, hier die eine. Mit unserem Hammer-Gen, der so schnell ist. So, eventuell müssen wir gleich Massilia helfen bei wegen Karthago. Aber geht klar, kriegen wir hin. Tja, Karthago, ey. Du hast verkackt. Gegen ein vereintes Starkes. Syrakus, kommst du nicht an. Der gehört immer noch zu uns. Also keine Sezession bis jetzt. Oh, jetzt doch. Mal sehen, was jetzt passiert. So, Sezession, Ausrufezeichen. Ich wüsste aber nicht, welche Region betroffen ist. Ja, blühender Handel ist gut. Herrlich. Ja, holen wir uns schnell zurück. Hier einmal wieder Kaps einnehmen, bitte. Danke. Ja, juckt mich jetzt wenig. Das schiebt unsere Loyalität übrigens auch nach vorne und wir können gleich zum Imperium wechseln. Was ziemlich geil ist. So. Zack. Aber in Weiß-Blau sehen die auch geil aus. Das ist unmöglich. So. Einmal hier rüber, bitte. Ich erwarte eure Befehle. Nachgiebige Streitkraft und nochmal bitte einnehmen hier. So, perfekt. Ach, aber sie haben niedergerissen alles. Ah nee, war gar nicht fertig gebaut. Naja, aber alles andere ist fertig, was cool ist. So, wir sind jetzt eigentlich geschützt für wie lange? Für 10 Runden? Es wäre jetzt unsere Chance, zum Imperium zu wechseln, wenn die Loyalität stimmen würde. Was kriegen wir hin? Na, shit. Kriegen wir auch anders hin. Gehen wir zur Etruskischen Liga. Du gehst mal. Hat markiert es auch so. Positive Loyalität. Aber wir sind doch bei 0. Das ist doch positiv. Ist sogar HIV positiv. Mein Gott. Hier, Massilia, bitte. Aber jetzt geht's. Geht doch. Zack. Loyalität erhöht. Sie können sowieso nicht rebellieren. Wir haben jetzt das Imperium drin, ne? Als Regierungsform. Erhöht die Forschungsrate. Wir haben plus einen Rekrutierungsplatz in jeder Stadt. Können Säuber in Dualität sicherstellen und provozieren. Wir haben jetzt eine ultimative Situation eigentlich. Das ist ziemlich geil. Aber uns fehlen diese 5% hier gerade. Das merkt man schon. Ey, guck ich das mal an. Selbst hier hat er so eine hohe Verstärkungsrate. Ist schon heftig. Taktiker. Naja. Läuft. Ich würde sagen, wir können an der Stelle auch Schluss machen für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare rein. Wobei, eines darf ich noch testen jetzt hier. Fällt mir gerade auf. Vielleicht haben die jetzt Interesse und mögen uns mehr. Gegrüßt, mein Freund. Ja, wir haben Karthago gerade nicht zurückgeschlagen. Regt mich mit eurem nee, noch nicht. Schade. Aber wir machen die Runde noch schnell zu Ende hier.
Ja, dann geht nach Massilia. Wir greifen nächste Runde hier an. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schreibt auch mal in die Kommentare. Like und abonnieren hilft meinem Kanal wirklich sehr. Also bitte tut dies. Ansonsten sehen wir uns nächste Folge bei einer weiteren Folge von Let's Play Rome 2 Total War mit Syrakus. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Morgen, Abend oder Nacht. Ciao, bis zum nächsten Mal.